So Leute, Sonntagabend heute und heute Regenerationstag gehabt. Das sage ich nochmal extra, weil einige gestern ja nach den mehrfach 5 Kilometer auch mich persönlich gefragt haben, ob ich denn dann auch jeden Tag so einen Umfang mache und dass man doch Regeneration braucht, Übertraining und so weiter. Natürlich macht man nicht jeden Tag so ein Training, dass man jeden Tag irgendwie Schwellenläufe macht oder sonst was. Sondern heute war auch ein Regenerationstag für mich. Ich bin ganz locker mit jemandem, der meine Videos schaut, bin ich heute laufen gegangen. Wir haben ein bisschen für den Strong Viking trainiert, da er aber ein ganz langsames Tempo macht mit Gehpausen zwischendurch. Also das Tempo war 7-8 Minuten ungefähr. Wir haben für 8 Kilometer jetzt insgesamt ein bisschen mehr als eine Stunde gebraucht, Stunde 15. Und dann ist das für mich einfach ein Regenerationslauf, den ich dann mache. Plus die 3 Kilometer Abendrunde heute, die ich dann noch gemacht habe, ganz locker. Also heute war wirklich Regeneration und ein bisschen Bewegen natürlich auch dabei. Ja, das ist natürlich auch wichtig, weil ich diese Woche das Ziel erreichen möchte, die 100.000 Schritte zu erreichen. Ich bin jetzt kurz davor, ich brauche noch 2.000 Schritte. Wir haben jetzt 18 Uhr, 19 Uhr. Wenn das am Ende nicht reichen sollte, werde ich halt nochmal eine Runde spazieren gehen, aber das ist das Ziel, was ich erreichen möchte diese Woche. Und ansonsten, ich habe auch keinen Muskelkater oder so von gestern. Theoretisch, man fühlt sich gut, man hätte heute nochmal Intervalle laufen können, weil man sich gut fühlt, aber man sollte es wirklich auch am Anfang jetzt nicht übertreiben. Ich habe gerade erstmal jetzt im Februar angefangen mit diesen sehr intensiven Training, sage ich mal. Ich habe im ganzen Januar die Grundlage dafür geschaffen, habe regelmäßig Läufe gemacht. Wir haben regelmäßig in der Halle trainiert und solche Sachen. Krafttraining gehörte dazu. Im Februar fange ich jetzt an, wirklich intensive Sachen zu machen. Bis Mitte Februar werde ich da noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber dann habe ich euch ja gesagt, dass ich dann jetzt auf jeden Fall dazu hinkommen möchte, dass ich dann 5 Kilometer laufe am Tag und dann Ende des Monats auch mal 5 mal 10 Kilometer mache. Natürlich nicht jeden Tag, sondern vielleicht zweimal die Woche. Die anderen Tage sind dann kurze Intervalle, 1000 Meter Intervalle, mal ein langer Lauf dazwischen, auch in Vorbereitung natürlich auf Mallorca. Ich fliege übrigens, oder wir fliegen, wir sind aktuell zu zweit. Die anderen hatten leider an dem Termin entweder kein Geld wegen Studium oder halt Vorbereitung für Prüfungen oder sonst was. Wir fliegen vom 16. bis zum 1. Mann, ich habe eine Nuss im Hals. So, ich hatte gerade eine Nuss im Hals, aber jetzt geht's wieder. Wir fliegen vom 16. bis zum 21. März nach Mallorca und werden dann die 130 Kilometer wieder in Angriff nehmen. Wer noch mit möchte, geht nur zu diesem Termin. Wir haben den Flug jetzt gebucht. Es würde auch nichts machen, wenn ihr dann irgendwie später dazu stoßt oder was auch immer. Aber der Flug ist jetzt für uns gebucht, von daher sind wir an diesem Termin dann da. Ihr könnt aber auch nur die Hälfte mitlaufen, wenn ihr möchtet. Ab Soyer zum Beispiel kann man sehr gut mitlaufen. Dann ab Tag 2 ungefähr, irgendwann nachmittags, werden wir da sein. Wir werden das Ganze natürlich versuchen durchzupushen ordentlich und mal gucken, was man da so hinkriegt für eine Zeit. Vielleicht im Oktober nochmal machen und ansonsten schaut euch einfach das Event dazu an auf meiner Facebook-Seite und dann passt das auch. Ja, heute Regenerationstag und zum Essen gibt es dann auch hier zum Beispiel, habe ich mir jetzt gemacht, mal gehacktes, einfach ganz normal, ich glaube es halb und halb oder Rind plus Eier, ähnlich wie Rührei einfach und ein bisschen Käse drüber streuen. Das ist dann jetzt so ein Abendessen, was ich dann zu mir nehme. Und ansonsten geht morgen wieder das Training weiter. Morgen wird angegriffen, da machen wir Intervalle. Lukas wird einmal das mit der Musik machen, was ich euch gezeigt habe. Einfach mal Maximalpuls rausfinden und gucken, was dabei rauskommt. Und ich werde das auch nochmal machen mit dem neuen Song, den ich jetzt gemacht habe. Also wenn das jemand auch nochmal ausprobieren möchte, kann er das gerne tun. Das ist kein Problem. Ansonsten, diese Woche war das Training extrem hoch und so kann es auch weitergehen. Keine negativen Rückmeldungen von meinem Körper jetzt gehabt. Ich habe es wirklich geschafft, jeden Abend jetzt diese Woche, seit letzte Woche Sonntag sogar,
die 3 Kilometer zu laufen. Manchmal bin ich sogar zweimal, dreimal dann gelaufen, weil ich einfach Bock drauf hatte, um 22 Uhr nochmal die kleine Runde zu drehen. Dauert auch ja gerade mal 13, 14 Minuten, dann bist du wieder da und ganz locker. Und nächste Woche mache ich dann 4 Kilometer jeden Abend. Das ist so eine kleine Challenge, die ich mir jetzt selber gesetzt habe. Könnt ihr ja auch mal versuchen. Macht euch eine Challenge, dass ihr sagt, ich möchte jeden Abend irgendwie 1 Kilometer zurücklegen. Egal, ob jetzt laufend oder spazierend oder wie auch immer. Ich möchte mich aber bewusst irgendwie jeden Abend, jeden Morgen, wie ihr das machen wollt, ist natürlich euch überlassen, diese Strecke zurücklegen einfach. Und dann versucht ihr das einfach mal zu steigern. Ich habe gemerkt, dass ich persönlich, ich meine, das wusste ich auch schon vorher, ich bin kein Frühaufsteher, Sport am Morgen, Laufen am Morgen, da bin ich ehrlich gesagt manchmal echt zu faul für. Deshalb kann ich persönlich besser abends laufen, dass ich dann so eine Stunde, 2 Stunden vorm Schlafengehen nochmal das Licht einfach aufsetze, ab die Post und das klappt bei mir eigentlich ganz gut. Probiert es einfach mal aus und könnt ja dann gerne auch mal eine Rückmeldung geben. Und ich werde mir noch ein paar andere Sachen ausdenken, die ich jetzt ins Training einbaue und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. So viel auf jeden Fall zum Sonntag, so mal als kurze Zusammenfassung, wie jetzt die Woche war, wie die Woche gewesen ist. Ansonsten ernährungstechnisch sehr viel Fett auch gegessen, heute Abend aber mal ein bisschen mehr Eiweiß, weil das Fett esse ich meistens vor dem Lauf, also ab morgens, um Energie zu haben für den ganzen Tag. Und abends nach den Trainingseinheiten gibt es dann das proteinfokussierte Essen, sag ich mal. Es ist immer noch so, dass ich gerade mal bei 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein überhaupt bin. Ich nehme aber fettreiches Fleisch dazu, wie jetzt zum Beispiel hier gehacktes halb und halb. Keine Putenbrust oder sowas, also kein pures Eiweiß in Anführungsstrichen aus Fleisch, also Fettquelle mit dabei, genauso wie Eier und so weiter. So sieht meine Ernährung aus. Was jemand anderes davon hält, ist mir natürlich dann relativ egal. Wir werden sehen, ob das Ganze über den Februar so haltbar ist, ob ich so weitermachen kann. Und wenn es klappt, es ist natürlich alles Vorbereitung für extreme Läufe, das muss man auch sagen. Also es ist jetzt so kein Trainingsprogramm oder Plan oder wie auch immer, was ich jetzt jemanden empfehlen würde, der gerade anfängt. Ich werde aber morgen auf meinem anderen Kanal, da könnt ihr vorbeischauen, ich bin heute mit der Kamera gelaufen, wo ich mit dem anderen zusammengelaufen bin. Er ist wirklich totaler Anfänger, er hat sich einfach in den Kopf gesetzt mit seiner, aus einer Bierlaune heraus, dass er bei dem Strong Viking mitlaufen möchte und hat jetzt eigentlich nur noch im Januar ein bisschen angefangen und im Februar hat er jetzt das erste Mal einmal 8 Kilometer gelaufen. Und heute dann mit mir das zweite Mal. Und da werde ich ein bisschen was zu sagen für Leute, die vielleicht auch hier zuschauen, die mit Laufsport bis jetzt wirklich noch null am Hut hatten. Die auch vielleicht an solchen Wettkämpfen einfach mal teilnehmen wollen. Die wirklich 7, 8, 8er Schnitt an Tempo laufen, Gehpausen trotzdem zwischendurch machen müssen und extreme Schwierigkeiten halt damit haben. Er hat Kampfsport gemacht, aber trotzdem auch sehr intensiv und hat aber trotzdem gemerkt, dass das Laufen eben doch was völlig anderes ist. Und da werde ich morgen dann in dem Video ein bisschen drauf eingehen, aber auf meinem anderen Kanal, weil das halt für Laufanfänger ist. Wenn euch das interessiert, schaut euch das natürlich an. Und ich denke mal, für heute Abend so ein kurzer Wochenrückblick, was ich gemacht habe, nochmal kurz klargestellt, dass mit der Regeneration. Regeneration gehört immer auch in einen Trainingsplan. Ihr sollt auch immer auf euren Körper hören. Also wenn, ich habe mittlerweile auch gelernt, dass wenn meine Sehne irgendwo wehtut oder so weiter, dass ich dann sofort aufhöre zu laufen, dass ich weitergehe, schaue, ob es dann wirklich weggeht und sobald ich weiterlaufe und es kommt sofort wieder oder so und ich spüre davon noch was, dann höre ich komplett auf, gehe nach Hause, ruhe mich aus und das war's dann. Mach vielleicht Alternativprogramm, bisschen Krafttraining. Aber sobald ihr irgendwelche Sachen habt, lauft da nicht drüber weg, auch wenn euch die Knie wehtun, irgendwelche Gelenke oder sowas. Niemals über den Schmerz drüber laufen, sondern regenerativ denken. Ansonsten könnt ihr nämlich die ganze Woche kein Training mehr machen. Gilt für alle Sportarten, auch für Kraftsport, für Schwimmen, egal was ihr macht. Sobald euch irgendwas am Körper ungewöhnlich wehtut, also es ist jetzt nicht unbedingt der Muskel, der brennt nach einem 1000 Meter Intervall,
dann bitte sofort aufhören und erstmal gucken, wie sich die Sache entwickelt. Wenn zum Beispiel eine Sehne oder sowas überreizt ist, dann direkt kühlen. Da habe ich auch am Anfang den Fehler gemacht, dass ich da Wärmesalbe drauf getan habe, weil ich dachte, das wird dann durchblutet und wird dadurch vielleicht besser. Aber nein, erstmal kühlen, weil die Schwellung dann weggehen muss. Und ansonsten müsst ihr da euch an den Arzt wenden. Ich mache es auch so, wenn ich wirklich irgendwas habe, ist mir mein Körper einfach zu wichtig, als wenn ich dann sage, das wird schon irgendwie weggehen. Also ich bin jemand, der sofort zum Arzt rennt. Vor allen Dingen, weil ich den Arzt auch sehr gut kenne, er selber auch Langstrecke läuft und Sportmediziner ist, und von daher vertraue ich ihm da ganz, wenn er mir dann hilft und sagen kann, was es ist. Ich google natürlich selber rum, recherchiere, was es sein könnte, aber ich versuche mich dann auch nicht großartig selbst zu behandeln, sondern wenn sowas 2-3 Tage dann anhält, wirklich zum Arzt gehen. Und wenn ihr nicht sicher seid, ob der euch Blödsinn erzählt oder nicht, wenn er euch, was weiß ich, Spritzen geben möchte, Antibiotika oder keine Ahnung was, dann geht von mir aus auch zu einem anderen Arzt. Aber Ärzte sind nicht schlecht, auch wenn ich das auch schon mal öfters jetzt auf YouTube gesehen habe, dass einige sich selber behandeln mit irgendwelchen Sachen. Sehr, sehr schwierig, würde ich sagen. Also der Mischa hat, glaube ich, auch ein Video dazu gemacht zum Thema. Oder weiß ich nicht, hast du ein Video dazu gemacht? Ich glaube, er hat einfach nur ein Bild auf Facebook gepostet, von wegen Chemotherapie und so weiter und Selbstbehandlung. Auf jeden Fall sehr interessantes Thema eigentlich auch, wozu ich aber dann weniger sagen kann, weil ich kein Arzt bin. Und jetzt reicht es, 12 Minuten. Ich wünsche euch noch einen schönen Karneval und bis morgen.